Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. So, dann schauen wir mal, was uns heute alles einfällt. Ich hätte gesagt, wir gucken Fabricator. Polymer haben wir gebastelt. Polymer. Okay, Polymer, passend für den Kühlschrank. Perfekt. So ein Remote-Ding könnten wir auch machen. Ich sehe es schon. Ah, alles klar, es fehlen Perlen. Okay, es fehlen Perlen. Das bedeutet, wir müssen... Das können wir weg. Auf die Krebsjagd gehen. Da reparieren wir aber erstmal unseren Rollenspeer. Den machen wir wieder frisch. Repair. Könnte man eigentlich auch hier so ein bisschen. Repair. Repair. Ja, der Kühlschrank ist angesagt. Das ist ein Muss. Was haben wir hier? T-Rex Bone Helm. Sieht gut aus. Ich würde nur gern die Fackel auch reparieren wollen. Dazu einmal Flint, einmal Stone und einmal die Wut. Repair. Essen, trinken, alles gut. Dann geht's auch schon los. Ja, interessiert nicht. Oder interessierst du doch? Du interessierst. Daneben geschmuckt. Du kommst mit. So, mit dieser Töne. Die werden wir hier ablegen. Und ein paar Aasfresserchen anlocken. Hoffentlich die richtigen. Sehr schön. Oh, auf dich habe ich gewartet, Freund. Weil ich brauche Perlen. Die du gerade nicht bei dir hast. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wie geht's hier meinem Klassenbesten? Sehr gut. Mehr Hitpoints schadet nicht. Es kam als Tipp aus der Community. Ich könnte ja mal probieren, einen Hai zu töten. Es würde Delfine anlocken. Das ist kein Hai, das ist eine Schildkröte. Hier sind eigentlich immer Haie in der Nähe, weil hier ein schönes Vorkommen ist. Schauen wir doch gerade mal, ob wir einen entdecken. Nö, gerade nicht. Oder ist das da eine? Ne, das ist auch Schildkröte, ne? Ja. Hier ist gerade kein Hai zu sehen. Mensch, jetzt könnten wir mit dem Delfin super abbauen. Andere interessante Idee war, ja hier, solange dein Hai da ist, da kommt keiner freiwillig. Kein Delfin? Kann sein. Weiß ich nicht. Muss man mal im Auge behalten. Ich muss mich erstmal ausruhen hier, auf dem Felsen. Kann ich mich trotzdem hinsetzen? Nee, hinsetzen kann ich mich nicht. Schade. Hätte sein können. So. Wir jagen weiter unsere Flusskrebschen, soweit wir welche sehen. Ich meine, da ist auch einer. Ja, super. Drei sogar. Ah, hier ist auch einer.
So, wo ist der andere hin? Da hat er sich verkrochen. Ach, da sind noch viel mehr. Ja. Oh, zwei Stück. Immer schön die Richtung wechseln. Ich fürchte, ich muss jetzt erstmal gleich auftauchen. Mir geht nämlich schon tatsächlich die Luft aus. Und auch die Ausdauer. Da hinten. Da sind sie, meine Perlenlieferanten. Und so schön ahnungslos. Bam. Und auch du, das sind dann gleich drei Stück. Hervorragend. Nein, nicht weglaufen. Ich will doch nur spielen. Komm her. Du hast Perlen, die ich brauche. Du bist mein Kühlschrank sozusagen. So, Nummer 1 war das. Wo ist denn der zweite? Da ist einer. Und wo war jetzt der dritte? Da. Das hat gut geklappt. Da können wir uns ausruhen. Die Ausdauer mal wieder. Mensch, 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 Mensch. Alter Schwede, willst du mich erschrecken? Flusskrebschen suchen. Die sind wahrscheinlich alle jetzt getürmt. Sich alle verpisst. Wir haben gemerkt, oh, hier ist Stress. Da ist Stress. Der Asrak jagt wieder. Da müssen wir uns verpissen. Kurz auftanken. Das habe ich gesucht. Das Öl ist gespawnt, da vorne ist ein Hai. Alles läuft hier ein bisschen nach Plan, finde ich. Das ist gut. Der Hai kommt an, alles klar. Jupp, er hat mich gesichtet. Ich müsste mal. Hier, du musst nicht denken, dass du abhauen musst. Jetzt sind wir Freunde. Ups. Hoppala. Alles gut. Komm her. Könntest dich trauen. Komm her. Jetzt traut er sich. Ja, er traut sich leider. Das kannst du behalten. Wir kloppen dir ein bisschen das Hirn raus. Und der Rest bleibt liegen für Delfine. Da wollen wir mal gucken, ob das tatsächlich
Delfine anlockt. Den lassen wir auch da liegen. Denn es wäre ja schön, wenn das klappen würde. Würde ich mich freuen. Man kann manchmal so ein bisschen durchsehen, ne? Wenn man so. Das glitscht dann so von der Optik durch. Delfine im Moment nicht zu sehen. Wir schauen erstmal weiter. Perlen. Krebschen. Also. Vielleicht hat sich die Krebspopulation so ein bisschen beruhigt. Einfach mal gucken, ob sich dann hier auch so ein paar Delfine wieder ansiedeln. Flusskrebschen sehe ich gerade nicht. Trilobiten, ist klar. Aber ich nenne sie halt Flusskrebschen. Ich habe da so meine eigene Namensfindung. Finde ich einfach lustiger. Ah, da ist auch nichts. Da ist was. Hab ihn. Ist noch mehr da? Kurz hinsetzen, entspannen und rein in die Fluten. Ist die Frage, Delfin oder Hai? Ich glaube eher Hai. Ja, das gute Fleisch geht natürlich kaputt, das ist klar. Das war zu erwarten. Dass das nicht hält. Kein Krebschen mehr in Sicht, haben sich alle verkrümelt. Alle abgeschottet. Was liegt da vorne? Das ist ja Flieger, ne? Der unter Wasser ist irgendwie. Ist ja auch irgendwie ganz merkwürdig. Okay. Nichts drin. Ja, bringen wir die Beute zurück. Ich hoffe, der getötete Hai bringt auch was. Das wäre ja mal wünschenswert, dass das Ganze einen positiven Effekt hat. Essen. Essen steht natürlich wieder an. Essen ist an der Tagesordnung. Was haben wir denn erbeutet an Perlen? 16. Keine schlechte Bilanz, sage ich dazu mal. Müssen wir gucken, wie viele Bauteile wir dafür kriegen. Wir brauchen schon einige. Drei kostet. Ich bin immer noch entsetzt, wie teuer das ist. Ganz ehrlich. Das ist schon. Das tut weh. Das ist schon hart.
gerade die Pfeile wieder scharf machen. Dann gucken wir mal schnell bei unseren gefiederten Freunden. Die sind ja eigentlich gar nicht gefiedert, das ist ja Haut. Wie sieht es echtens technisch aus? Ich wollte nicht. Mist. Das sieht noch entspannt aus. Da hat jetzt ein 20er Stack. Auch ein 20er Stack. Hier auch noch mal. Gut. Haben wir noch mal gefüttert. Und weil ich keine Lust auf Dunkel habe, machen wir hell in der Bude. Yay! Das ist doch geil. Und hier unten haben wir auch Licht. Spitzenmäßig. Kein Holz. Ach so. Ja, hier könnten wir eigentlich Spoiled Meat. Och, naja, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Ist hier denn mal was passiert? Ja, doch. Das wird. Und hier ist ja unser Vorrat. Das könnte man eigentlich auch mal auf Maximum erhöhen. Wenigstens etwas. Das sieht ganz gut aus. Und im dritten, da nehmen wir auch das verdorbene Fleisch rüber. Das werden wir hier in der Mitte bunkern. Das macht einen ganz guten Eindruck. Ja, ich bräuchte noch weitere Perlen. Das steht als nächstes an. Wir waren beim letzten Mal mit Susi unterwegs. Da können wir mal einen kurzen Abstecher hinmachen. Oh, hier ist ja wieder... Das fällt richtig auf, wie dunkel das hier ist. Ah, da ist er. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ist eine Herzensgute. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht das richtige Wort für einen T-Rex. Och, du liebe Zeit. Scheiße, die habe ich noch gar nicht ausgeräumt. Da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Das ist für mich, das ist mein Futter, das kann ich noch umwandeln. Fleisch im Überfluss. Ach du Scheiße. Ich bräuchte mal so ein automatisches, so einen fetten Grill, aber ich brauche erstmal den Kühlschrank. Wir werden uns auch einen fetten Grill da hinstellen. Wahrscheinlich zwei Kühlschränke, oder? Mal gucken. Erstmal zum Feuer, das ist meins. Dann wollte ich gerne zweimal umwandeln. Das passiert hier jetzt. Da zweimal umwandeln. Ich habe 14 Pfeile. Die kann ich auch gerade mal vercraften. So. Dann die Bärchen könnte ich verfuttern. Aber ich muss, glaube ich, mal darauf achten, ob meine Tiere alle noch irgendwie was zu essen haben. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Gucken wir erstmal bei Eberhard. Eberhard kann ein Level. Ah, komm, schmeißen wir hier rein.
wollte doch gar nicht aufsitzen, ich wollte nur gucken. Lebenspunkte, immer gut. Und 100er passt. 100 ist okay, das ist eine schöne Größe. Hier, das ist knapp. Da wird es schon dünn. Neben. Kannst ein bisschen was abgeben für ihn. Ah, da sieht das ein bisschen besser aus. Hier gibt es auch Leben. Da ist noch genug drin. Freund Stego muss ebenfalls leben. Nochmal leben. Und Bull, der Gute. Ja. Sieht auch nicht so schlecht aus. Das macht einen guten Eindruck. Was ist mit euch, Kaspern? Leben. Kein Fleisch mehr. Ab zum T-Rex. Meinem Fleischlieferanten. Zack. Fleischlieferant des Vertrauens. Genau. Was geil ist dieser Schrei, wenn man drauf sitzt, dass man schreien lassen kann. Das ist cool. Das ist sau cool. Ich meine, wenn schon dicke Hose, dann richtig. So, bei ihm auch. Komm, kriegst du was ordentliches zu essen. Was richtig Nettes hinter den Kiemen. Die Hälfte darüber und die Hälfte darüber. Und ich hörte, du kannst ein Level. Und die Kleinen. Da ist noch genügend drin. Da ist noch genügend drin. Das passt auch. Passt wunderbar. Alles gut. So, ich sollte selbst mal was essen. Sehr schön, meine Anlage. Gefällt mir. Ja, essenstechnisch sieht es gar nicht mal schlecht aus. Da kann man noch einmal nachhaken. Und dann kann man hier wieder auffüllen, die Vorräte. Sehr gut. Rein. Narkotics zurück. Steine können wir auch mal reinwerfen. Zementpaste würde er machen aus Chitin. Okay. Zementpaste habe ich 5. Kann man hier noch ein bisschen reinwerfen. Jetzt muss ich gucken. Drei. Könnte ich mir 5 herstellen? Würde das denn reichen? Nee. Nee, würde es überhaupt nicht. Ich habe viel zu wenig. Und ich sehe gerade Metall-Ingots. Noch weniger. Metall-Ingots habe ich hier nur ein paar 40. Und ersatzweise hier nix. Also Metall holen wäre das nächste. Gut, Sprit. Metall holen. Werden wir auch tun. Aber
mit dem T-Rex. Das werden wir uns gönnen. Auf großer Metallsuche mit dem Dicken. Da müsste ich jetzt aber irgendwie erstmal, ich sag jetzt mal ganz salopp, den Laderaum freikriegen. Ach, ich wollte doch nicht auf. Es tut doch immer weh beim Absteigen. Der ist schon ein bisschen vorbelastet. Also komm, wir verteilen mal meine Flieger. 19er Stacks. Reicht es? Ich nehme mal noch ein bisschen mit. Ich darf wohl mein Krokodil da hinten nicht vergessen, mein Sakro. So, Kinderchen, jetzt gibt's Futter. Doppelte Rationen. Gruß vom T-Rex. Ganz wunderbar. Hier auch noch mal schön, schön verteilt. Dann auch noch mal. Was mache ich mit dem verschwenderischen Rest? Den könnte ich den kleinen Dilos ins Maul stopfen. Die brauchen das auf jeden Fall. Ja, wohl bekommst. Und ein bisschen was packen wir noch in den Kühlschrank. Soweit vorhanden. Ich müsste mir auch mal einen Skorpion holen, irgendwie. Mit dem T-Rex kann ich mich mal was trauen. Das ist ja. Das darf man nicht vergessen, man ist ja immer alleine. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn man allein schon zu zweit ist. Das ist schon ungleich schwieriger. Geht nichts mehr rein. Rüber. Ach so, also erstmal auffüllen. Zwanziger. Oh, das ist schon Feierabend. Hier könnten wir noch ein bisschen was auffüllen. Haben wir hier noch einen Stack übrig? Nee. Also zurück zum T-Rex. Die Kohle nehmen wir noch mit. Und dann werden wir das Fleisch verrotten lassen. Platz. Hier könnte Platz sein. 2, 4, 6, 8, 10. Habe ich noch? 2, 4, 6, 8, 10. Für den nächsten Skorpion, der kommt. Da läuft das Essen. Und jetzt geht's los.
Wir besorgen uns mal Ingots. Wir brauchen Metall ab. Und das machen wir mit unserer dicksten Waffe. Dem erbarmungslosen Rächer. Oder für die Freunde Susi. Finde ich nett. Hat geklappt. So, wir müssen da hoch. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Susi sagt auf Wiedersehen. Na? Danke, Susi. Gerne könnt ihr meinen Kanal empfehlen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, ran an den Speck, her mit dem Metall. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz.